Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity zusammen mit White March. Ja, erstmal, also wir sind immer noch in Goldtal, waren jetzt in der Mühle, aber erstmal noch ein kleines Wort. Das wird die erste geteilte Aufnahmesession sein, weil, wie gesagt, ich nehme Pillars of Eternity immer dann auf, wenn ich Zeit habe und werde keine 1,5 Stunden machen, sondern immer nur eine Dreiviertelstunde. Ich werde also zweimal die Woche Pillars of Eternity aufnehmen. Bedeutet für euch ja nichts Spezielles, nur dass ihr euch halt nicht wundert, weil schon nach einer Viertelstunde, Dreiviertelstunde ein Cut kommt. Weil es wird eh jeden Tag nur eine Folge kommen. Mehr kann ich mir halt nicht leisten. Ich habe ja schon 2 Projekte und ein Sonntagsprojekt. Ich möchte aber gerne Pillars of Eternity auch nochmal durchspielen mit White March. Damit wir ein gutes Stück weit sind, bevor im Mai dann Deathfire, also Pillars of Eternity 2, rauskommt. Yes. Dass ich dann entweder gleich darauf anfangen werde, oder halt, wenn eins der anderen beiden Projekte abgeschlossen ist. Vielleicht habe ich bis dahin schon eins davon abgeschlossen. So, jetzt wollen wir aber erstmal gucken. Ja, wir wollten in das Haus hier gehen. Immer schön gucken, ob was zum Pflücken da ist. Wie zum Beispiel das da unten. Und hier in der Kiste ist Bier. Und noch mehr Bier. Ja, solche Sachen werde ich versuchen, auch öfter zu benutzen jetzt in diesem Let's Play. Also Schadensreduktionssachen und so weiter. Und Edda kriegt mal als Sicherheitshalber den Ausdauertrank. So. Solche Sachen einfach werde ich einfach öfter benutzen. Ich werde auch gucken, ob ich... Dass ich bestimmte Sachen wie Schrift... Naja, Schriftrollen vielleicht nicht unbedingt, aber gerade Tränke. Also, naja. So ab Tränke der Stufe 3, starke Regeneration. Ja, gerade starke Regeneration und starke Erholung. Nee, große Ausdauer. Das hier. Dass ich solche Tränke dann auch selber brauche, weil Materialien kriegen wir ja mehr als genug zusammen eigentlich dafür. Tag der Gnadenfrist. Tod verhindern für 20 Sekunden. Verhindert, dass ein schwer verwundeter Charakter den Wert 0 erreicht, wenn das seinen Tod zur Folge haben würde. Hm. Tag des Flammenschilds. Für den Feuerzauberer im Feuer ein. Jo, das klingt auch böse. Bewegungseifers, Angriffsgeschwindigkeit, minus... Das ist nicht so schön. Wobei es nur minus 13 Ausdauer. Aber ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Wenn das nur heißt, dass ich 13 Ausdauer insgesamt verliere in 30 Sekunden. Ja, vielleicht hier auch noch gnadenlose Stern. Treffer umgewandelt in kritische Treffer. Schadensreduktion, das klingt auch nicht schlecht. Macht, Angriffsgeschwindigkeit, maximale... Das klingt auch sehr gut. Also ja, solche Sachen sollte ich wirklich öfter brauen und auch benutzen. Tag der Eisenhaut zum Beispiel auch, weil es kommen immer 2 Tränke raus. Das ist auch sehr praktisch. Ja, und Usables sind halt auch da, dass man sie nutzt. So, jetzt aber rein hier. Und da werde ich unten rum am Tempel vorbeigehen. Ja, ich hatte übrigens ja auch noch kein Feedback, was die Baker-Person, also die Person, die Leute mit den gelben Namen oder gelben Namensschildern betrifft. Weil die Folge ist ja wahrscheinlich heute noch nicht gekommen. Deswegen werde ich einfach die Leute, Personen in Goldtal alle vorlesen. Sind ja nicht mehr viele eigentlich. Ich glaube noch 5. Und bis dann, bis wir dann die nächsten treffen, werde ich ja vielleicht Feedback bekommen. Ich bin nämlich überrascht, dass mein Pillars of Eternity Let's Play das gerade wieder das beliebteste Let's Play auf meinem Kanal ist. Vielleicht wird sich dann auch mal einer zu Wort melden.
Das heißt, das Beliebteste ist einfach das mit den meisten Aufrufen. So, da sollte ich hoffentlich wieder sein. Ja, das ist hoffentlich etwas, was sie im zweiten Teil verbessert haben, die Sache mit dem Laden. Auch wenn ich sagen muss, dass das mir irgendwie nur beim Aufnehmen passiert. Wahrscheinlich verbrauchen das Spiel und das Aufnahmetool ein bisschen zu viel Speicher zusammen. I'm here. Vielleicht sollte ich irgendwann mal doch alles mit OBS aufnehmen. Mal sehen. Okay, habe jetzt alles nach dem Safe wieder nachgeholt. Also Bier eingesackt, die Tränke umverteilt, das Zeug ins Inventar gelegt. Also ins Lager. Ich hoffe, man hat noch vom Ladebildschirm einiges mitbekommen, bevor das Spiel abgestürzt ist. Ja, wie gesagt, ich werde die Leute mit den goldenen Plaketten, also die NPCs mit den goldenen Namen, hier in Goldtal noch vorlesen und dann auf eure Reaktion warten, wenn welche denn kommen sollten. Die Flasche Sonnenried-Likör ist halb leer. Hey, sauf dich ohne mich. Ja, hier ist Nonten wieder, der Typ, den wir in Talholz begegnet sind, der uns vor den Bären gewarnt Absolutely. hat. Dieser Mann und diese Frau scheinen ein tieferes Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade, zwei prallgefüllte Taschen zu schließen, als sie sich umarmen wollen. Bemerkt die Frau, der näher kommt, hält inne, wobei ihr Lächeln etwas ins Stocken Hail gerät. and well met. Können wir dir helfen? Sie schaut ihren Gefährten an und die Stirn falten. Kennst du diese Frau, Nonten? Nonten hustet. Ja, ich glaube, wir haben uns in Talholz getroffen. Ich habe sie vor den Bären gewarnt. Er neigt seinen Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Willst du sonst noch etwas? Habe ich mit ihm geredet überhaupt oder ist das jetzt ein Paradoxon? Weil ich weiß nicht, ob ich es am Ende von der vorletzten Aufnahmesession nicht ein bisschen eilig hatte, nach Goldtal zu kommen. Oder das ist jetzt auch schon über 2 Wochen her, das war nämlich Ostern. Ja. Ihr scheint es aber eilig zu haben. Für Leute, die gerade einen Freund verloren haben, seid ihr ja bester Laune. Gibt es etwas, das du mir über Goldtal erzählen könntest? Nehmen wir mal das Mittlere. Ich? Dazu, das zu sagen, ist aber nicht sehr nett von dir. Ich trauere auf die mir eigene Art um meinen Ehemann. Es tut mir nur leid, dass ich ihn nicht zum Verlassen von Goldtal bewegen konnte, bevor das hier passiert ist. Ich bin erleichtert, diesen schrecklichen Ort endlich zu verlassen. Das ist alles. Er hat mich den Großteil meines Lebens und nun auch meinen Ehemann gekostet und ich bin froh, von ihm zu sein. Ja, eigentlich meint sie wahrscheinlich eher ihren Ehemann. Ihr beide scheint es aber eilig zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Hildegret lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzbucht besuchen und sie schaut Nonten an. Naja, ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonten greift nach ihrer Hand. Es ist an der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Könnt ihr mir noch was über Goldtal erzählen? Hildegret lächelt schief. Nur, dass du so schnell du kannst weiterziehen solltest. Den Baum hast du ja wohl gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch tiefer. Solltest du nach Arbeit gesucht haben, solltest du es an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Solltest du an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Wir selbst sind auch nach Trutzbucht unterwegs, fügt Nonten hinzu. Dann mal auf Wiedersehen. Ja, ich könnte mir hier das Zeug an mich nehmen, ohne dass es sie stört, weil es kommt kein Liebessymbol, aber ich lasse das mal. Sondern wir gehen jetzt weiter. Die Treppe runter und dann am Tempel entlang, weil da steht, soweit ich weiß, auch noch jemand. Das mit dem Zoom ist übrigens auch noch ein bisschen. Naja. Also ja, hier steht Tale Phelon. Unter den Ranken befinden sich primitive Schnitzereien einer Sonne, die über 3 Sternen aufgeht. Ja, Eotas. Das wird jetzt Berats Haus werden. Das haben wir auch schon gehört. I'm here. Was ist mit dir? Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit der Sehnsucht dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Also ja, ich sollte das eigentlich ja nicht mehr vorlesen. Du siehst eine Dreieckfahne hoch oben träge im Wind wehen, auf die eine aufgehende Sonne gestickt ist. Die Vorhut einer kleinen Paladin-Truppe. Die Atmosphäre ist heiter, wenn auch maßvoll und die Elemente haben ihre Rüstungen noch nicht zugesetzt. Dieser Feldzug ist frisch, jung und voller Begeisterung und Eifer.
An ihrer Spitze steht ein Befehlshaber in voller Rüstung, etwas plump wirkend, aber doch entschlossenen Schrittes. Trotz der Begeisterung seiner Mann lächelt er nicht, vielmehr steht er mit schiefem Mund und grimmigem Gesichtsausdruck da. Er reißt seine Handtuch und bringt seinen Trupp zum Anhalten. Als sich mit tiefen Grollen dunkle Gewitterwolken zusammenziehen, werden sie still. Er befiehlt ihnen, sich kampfbereit zu machen und auszuschwärmen. Augen huschen von Horizont zu Horizont, Hälse drehen sich, um den Ursprung des Geräuschs auszumachen. In der Ferne heben sich Staub und Blitze vom Boden, als über ihnen rasch stygische Wolken zusammenziehen. Die Soldaten halten ihre Stellung, ihre nervliche Anspannung verrät allein ihre nervöse Atmung. Der Befehlshaber schließt seine Augen und ruft einen Segen auf seinen Trupp herab. Gestärkt und unbesiegbar warten sie, während der Feind ihnen immer näher kommt. Ja, die frohen Paladine sind da nicht mehr so vor gewesen. Oh, ich könnte das mal aktivieren übrigens, die eifrige Aura. Das macht es noch ein bisschen angenehmer. Absolutely. Vor allem, wenn das auf meine ganzen Leute wirkt. Ja, das ist übrigens auch was Neues, falls ich es noch nicht gezeigt habe, nämlich die Kategorisierung. Also einmal sind hier jetzt Inventarsachen hier in diesem Inventory-Ding. Hi. Um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. Und dann sind die Fähigkeiten nach den Gruppen unterteilt. How may I help? Also abgesehen von Zauberfähigkeiten jetzt hier bei Alof zum Beispiel, die sind separat. Zauberbuch bearbeiten, ja, das ist auch separat. Das hier könnt ihr übrigens mal übertragen. Wenn er es schon im Zauberbuch hat. Gut. Ja. Hey. Und zwar bei Aerie sieht man es am besten, nämlich pro Begegnung, pro Ruhephase und die modale Sachen, also Sachen, die immer aktiv sein können. Wie man es sicherlich sich denken kann, pro Begegnung kann ich pro Begegnung einsetzen, pro Ruhephase muss ich rasten, wenn ich es neu einsetzen möchte. Und wie gesagt, modal kann ich dauerhaft aktivieren. So, jetzt fehlt noch das Haus da oben, nachdem wir jetzt da den Siedlerpfeil eingesackt haben. Ja, hier oben waren wir übrigens auch nur... Oh, da stehen ja auch noch zwei. Also könnten es doch ein paar mehr werden. Ja, Seele erkunden. Du siehst ein paar makellos polierter Lederstiefel und einen tadellos gefegten Spitzbart. Ihr Besitzer ist ein Mann mit leicht gekrümmter Nase, schelmischen Grinsen und sparen Augen. Er hebt seinen gefiederten Hut, als er an einem Kaufmann vorbeiläuft, ein kleines Stück Pergament fest in seine Faust gehalten, die fahlen Finger von Tinte verfärbt. Scheinbar kennt er die meisten Kaufleute auf dem Marktplatz, denn er hält an, um sich mit einigen zu unterhalten, während der anderen zunickt und sogar mit manchen kleine Güter austauscht. Dabei lächelt er stets und tauscht lachend Sticheleien aus. Er nähert sich mit einem unnachgiebigen Grinsen einer stämmigen Amauna und scherzt über das Wetter. Auch sie macht Witze, während sie ihm unbemerkt einige Goldmünzen zusteckt. Als er weiterläuft, ist das Papier aus seiner Hand verschwunden und das Lächeln auf seinem Gesicht weitaus natürlicher. Er tippt sich an den Hut, zwinkert ihr zu und zieht mit neuem Schwung weiter. Ja, wo war das Papier? Ah. Da hat er es in der Hand. Also irgendwelche Geheiminformationen oder irgendwas. Und bei dir? Du siehst eine große Menschenmenge, die sich in einem Hof versammelt hat. Dieser Mann steht mitten unter ihnen. Er hat sich einen Umhang über den Kopf gezogen und hält ihm am Hals geschlossen. Die Menge hat sich über eine Plattform versammelt, wo alle von ihm gebannt zusehen, wie ein Mann von zwei Mitgliedern der Stadtwache auf die Plattform geführt wird. Der Mann an Händen und Füßen gefesselt, gibt sich wie ein Edelmann und würdigt die Menge keines Blickes. Der verhüllte Mann zieht sich den Umhang noch mehr ins Gesicht und wendet sich zum Gehen, wobei er sich vornüber beugt, um nicht erkannt zu werden. Ein Ausrufer auf der Plattform rollt ein Pergament und beginnt zu lesen. Der Mann aber achtet nicht darauf, sondern sieht zu, dass er den Hof verlässt,
Während des Vorlesens wird die Stimme des Ausrufers immer lauter und intensiver. Stimmen aus der Menge beginnen seine Sätze zu unterstreichen. Die Verhöhnungen und Zwischenrufe mehren sich, auf die der verhüllte Mann zuckend und mit hängenden Schultern reagiert. Als der Ausrufer zum Ende seiner Ausführung kommt, löst er sich aus der Menge und erreicht den Rand des Hofes. Bis auf gelegentliche Rufe ist die Menge wieder leise geworden. Der Mann dreht sich wieder zur Plattform um und sieht, wie sein Vater mit entblößtem Hals vor dem Block kniet. Der Scharfrichter bezieht Stellung und hebt sein Bein zum Schlag nach oben. Der Mann kann nicht mehr zusehen und wendet sich schnell ab. Da hört man ein nasses, dumpfes Geräusch, gefolgt von Jubel und Applaus der Menge. Er lehnt sich gegen die Mauer, sammelt sich wieder und richtet sich auf. Mit offensichtlichem Entschluss geht er von der Menge und seinem Vermächtnis weg. Ja, sein Vater war wohl ein Edelmann, der entweder Leute betrogen hat oder ein Mörder war oder irgendwas anderes Böses. Da will ich hin. I'm here. Danke. Sicherheitshalber mache ich hier auch mal einen Quicksave. Ja, Goldrot, prima.